City Skylines war und ist aktuell ein besonderes Thema bei euch. Dazu will ich einfach mal umfassend ein paar Worte verlieren. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 47. City Skylines. Was eine schöne Zeit, was für schöne Momente ich damit verbinde. Es war fast überwiegend eine sehr schöne Zeit. Also das Spiel an sich war toll, ist toll, hoffe ich mal. Weiß ja nicht, was sich da in der letzten Zeit getan hat. Es gibt ja auch mittlerweile auf jeden Fall zwei DLCs, aber mittlerweile hat sich unser Projekt City Skylines in Nineford ganz nach oben bei YouTube gemausert. Also in der Suchanfrage bei YouTube ist das ganz nach oben gekommen, wenn man nach Let's Play City Skylines sucht. Und das hat eben dazu geführt, dass in den letzten Wochen vermehrt Aktivitäten bei diesem Projekt stattfanden. Seien es eben einfache Aufrufe gewesen oder Bewertungen oder eben auch Kommentare. Und auch damals schon, als das Projekt zu Ende ging, die Tage danach, die Wochen danach, habe ich immer mal wieder auch die Wochen zwischen den letzten Wochen und eben den ersten Wochen nach dem Projekt gab es immer mal wieder ein paar Kommentare, wie schön doch dieses Projekt war und wie schön es wäre, wenn es wieder eine Stadt in City Skylines gäbe. Da kann ich soweit sagen, wird es erst einmal nicht geben. City Skylines war zur Zwischenzeit mal mein längstes Projekt mit 167 Folgen. Ich muss mal kurz nachschauen, wann es eigentlich begonnen hat. Zu Beginn 2015, ich glaube im Februar, März, eher Tendenz März. Ich klicke mich gerade mal durch meinen Kanal. Playlist Folge 1, hier. Veröffentlicht am 23. März 2015 und beendet. Mal in der Playlist ganz nach unten gegangen. 100 Folgen, weitere laden. Folge 167, genau, lag ich richtig. Die letzte Folge kam dann am 8. November, also vor etwas mehr als einem Jahr raus. Und das war eine verdammt lange Zeit. Gute 9 Monate und es war eine sehr schöne Zeit. Also mit City Skylines verbinde ich überwiegend sehr schöne Momente, weil das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ziemlich ruhig, man hat seine Stadt gehabt, am Anfang sehr klein, hat man sie einfach aufgebaut, hier und da Ecken ausgebessert, man ist auch mit der Stadt einfach gewachsen, man hat einfach das Spiel besser verstehen gelernt und konnte dann einfach mehr machen. Und das Schöne an City Skylines war einfach, eine Stadt wachsen zu sehen, und dann war das Spiel auch noch so schön, es lief so gut als Simulation im Vergleich zum letzten SimCity von EA, und es war vor allen Dingen eben auch schön anzuschauen. Die ganzen Perspektiven, die wir hatten, wenn ich da auch an den DLC After Dark erinnere, ja, es war toll. Und mittlerweile gibt es auch 2 weitere DLCs. Zum einen den Schneefall-DLC, also mit Wetter. Und dann eben noch kam der erst vor kurzem, in Anführungszeichen vor kurzem raus, dieser Katastrophen-DLC, wo es ausbreitende Feuer gibt und zum Beispiel auch einen Asteroidenhagel. Das weiß ich noch. Ja, das ist neu hinzugekommen, das haben wir noch nicht ausprobiert. Werden wir auch erstmal nicht ausprobieren. Also ich fand City Skylines, das war eine sehr schöne Zeit. Aber das Spiel ist erst einmal, wie soll ich sagen, ich habe erst einmal genug vom Spiel. Es war sehr schön, die Stadt einfach so zu sehen, zu wachsen, das einfach anzusehen und eben euch mit euch zusammen zu erleben, weil für mich war es zum Spielen toll, weil es einfach ein tolles Spiel war. Und dann gibt es eben noch die Seite, wenn ich eben meinen Kanal habe, das Schöne daran, wenn das vermehrt eben Leute schauen, wie es damals der Fall war, also City Skylines war bei euch sehr beliebt. Und da haben wir uns einfach wohlgefühlt, also beiderseits. Ich beim Spielen und dann eben mit euren Kommentaren und wie ich euch dann einbinden konnte, wenn ich zum Beispiel an die Stadtviertel gedenke, die ich eben euch zugewiesen habe, oder allgemein Schönblick oder das Ghost-Projekt, der große See oder auch hinten die Insel mit dem Battlefield 4 Tower. Es war sehr schön und vor allen Dingen eben auch dann unsere Stadt bei Nacht zu sehen, das war toll. Aber was mir bei City Skylines etwas gefehlt hat, war über längere Zeit einfach der Anspruch. Ein Problem, das Spiel hatte, war zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal diesen Straßenkreuzung-Bug außen vor, da weiß ich nicht, ob das vielleicht auch durch die ganzen Mods bedingt war, als ich dann auch die überlappenden Kreuzungen hatte, mit diesem grünen Mittelstreifen oder generell mit dieser Überlagerung, das wisst ihr bestimmt noch, wenn ihr das gesehen habt,
Kann durch die vielen Mods passiert sein, aber ein Problem von Cities Skylines war einfach die Herausforderung im Sinne von, du hast verdammt viel Kohle und konntest die einfach nur einsetzen, indem du deine Stadt einfach weiter ausgebaut hast, schöner gemacht hast. Du bist eigentlich nie, wenn du dich nicht ganz blöd angestellt hast, in Geldnot gekommen. Du musstest nie irgendwie großartig haushalten, du konntest immer weiter bauen, weiter, bis dann irgendwann mal bei uns die Karte mit allen 25 Feldern voll war. Und dann habe ich eben das Projekt beendet, weil es dann irgendwann gar nicht mehr so viel gab. Hätte zwar noch einiges umstrukturieren können, aber das wäre dann doch vielleicht etwas überladen gewesen. Auf jeden Fall habe ich das Spiel beendet mit sehr viel Freude. Und ein anderes Problem war auf jeden Fall noch der Verkehr. War auf jeden Fall, wie angesprochen, deutlich besser als bei SimCity von EA, dem letzten eben. Aber es gab auch ein paar Probleme, wenn ich zum Beispiel an meine knackenvolle Autobahn denke, als die alle zu dem Frachthafen wollten, genau. Und dann wurden damals meine Güterbahnhöfe gar nicht mehr benutzt. Und allgemein wurden auch einige Straßen nicht mehr benutzt, weil die haben da nicht einfach gesehen, hier ist vielleicht der beste, schnellste, kürzeste Weg. Nee, die haben die Zeit auch außen vor gelassen. Wenn Stau war, gab es nicht wirklich große Umgehungen. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber wie gesagt, da hat mir etwas der Anspruch gefehlt. Und wenn ich jetzt nochmal Cities Skylines starte, wenn es immer noch ein tolles Spiel ist und vielleicht auch besser geworden ist, dann werde ich wieder viel Zeit drin verlieren. Aber mir fehlte auch eben etwas der Anspruch. Mal gucken. Also ich hatte ja auch in Aussicht gestellt, zum Beispiel mal Age of Empires zu starten, ein Projekt. Ist im Grunde ja klar, was ganz anderes als Cities Skylines. Es ist ein Strategiespiel, ja. Man hat auch da sein Dorf, gewissermaßen seine Stadt, die man ausbaut. Aber das war es dann im Grunde auch schon. Städtebausimulator und dann eben ein Strategiespiel der ganz alten Schule. Und da hast du natürlich auch verschiedene Völker, Stämme, die dir an den Kragen wollen. Und das ist eben da die Herausforderung. Sowas würde mich aktuell eher reizen. Aber wie gesagt, ich habe damals gesagt, direkt nach dem Projektende oder auch mit der letzten Folge, ich weiß nicht, ob und wann es eben eine Neustadt geben wird. Das kann immer noch gut sein, aber wie gesagt, erst einmal nicht. Erst einmal den schönen Spaß einfach so liegen lassen. Es war eine tolle Zeit. Vielleicht wird es mit dem Spiel auch wieder eine tolle Zeit geben. Mal sehen, was die Entwickler auch vorhaben. Ob die demnächst schon einen zweiten Teil rausbringen möchten. Ich glaube nicht unbedingt, aber ich stecke da auch gar nicht drin. Wie gesagt, bei euch kam das eben zuletzt in den letzten Wochen vermehrt auf und deswegen wollte ich es heute einfach mal ansprechen. Das habe ich getan und ganz nebenbei habe ich mich auch in der letzten Woche bequemen können, den Sendeplan für dieses Wort zum Sonntag anzupassen, eben auf die neue Auflösung von 3840x2160 Bildpunkten. Dem einen oder anderen ist es vielleicht im Vergleich zur letzten Woche aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, es hat sich etwas verändert, aber das Grundgerüst ist geblieben, weil es mir einfach sehr gefällt. Deswegen geht es damit weiter, deswegen geht es vielleicht auch irgendwann mal mit Cities Skylines weiter und mit F1 2016 auch hoffentlich irgendwann nochmal, weil ich auch in dieser am heutigen Tage wieder mal vom längsten Projekt gesprochen habe. Das war F1 2015, war und ist es und der Nachfolger, der hat so ein paar Probleme mit dem Motor, kann man sagen. Da müssen die Mechaniker noch dran arbeiten. Ich habe dran gearbeitet, ich muss eigentlich nur noch Einstimmung fürs Rennwochenende anpassen, aber da gibt es ja wie gesagt nur noch ein Rennwochenende, worauf ich einstimmen muss und dann gibt es erstmal eine neue Saison. Bis dahin ist Zeit, bis dahin kann ich mir wieder Gedanken machen, wie ich was umsetzen möchte und euch wünsche ich einfach wieder schöne nächste 7 Tage und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.